Viele von euch wussten nicht, dass man ein Klavier stimmen muss. Deswegen zeige ich euch jetzt, wie das geht. Woo! Oben verstimmt es immer am schnellsten. Deswegen klingt es hier oben so. Zuerst nimmt man alles, was auf dem Klavier liegt, runter. Das ist bei mir komischerweise sehr viel. Weil ich den Flügel gefühlt wie einen Tisch benutze. Oh, und by the way, danke an TikTok für diese Socken. Ich liebe sie. Und jetzt kommt der most satisfying part. Als zweiten Schritt nimmt man den Flügel auseinander, weil ich muss ja auch irgendwie an die Seiten rankommen. Das ist dann das Endergebnis. Im dritten Schritt nimmt man dann diese Werkzeuge, die gefühlt so aussehen, als wären sie vom Frauenarzt. Einfach Horrorfilm, Digga. Steckt dann diese Gummiteile in die Schlitze, weil man dann einzelne Saiten besser hören kann. So einfach verstellt man dann einen Ton. Wie man sieht, ich habe das Werkzeug kaum bewegt und es kam ein ganz anderer Ton raus. Ja, deswegen dauert das so ein bisschen, während man das Ganze dann macht. Dann den letzten Schritt, das Stimmen zu Ende gemacht und...